Hallo, schönen guten Tag. Danke vielmals für die Einladung. Es ist sehr inspirierend und man wird sogar ein bisschen neidisch, wenn man das alles hört. Und ich bereue es schon jetzt, dass ich am Nachmittag nicht da bin. Also. Der Andreas hat gesagt, er hätte auch einen Film mitbringen können. Und nachdem er letztes Jahr schon hier war, heuer wieder, haben wir es so vereinbart, dass er nächstes Jahr wiederkommt und dann zeigt er den Film. Sehr gut. Und ich hoffe, dass wir dann auch so weit sind, wie ihr schon seid eigentlich. Also. Bei hervorragenden Köchen, bei Spitzenköchen ist oft einmal der Verdacht, dass die irgendwie vom Himmel gefallen sind, vielleicht einen Sponsor im Hintergrund haben oder vielleicht ein bisschen an Zufall mitgeholfen hat. Im konkreten Fall macht es der Andreas in seinem eigenen Haus seit 12 Jahren. Ich durfte ihn schon sehr oft sprechen und es ist gerade bei ihm so, und deshalb ist es so interessant, er hat von ganz unten angefangen, von ganz normaler Koch. Übrigens auch mal ganz kurz im Deuingschlössl gearbeitet hier in Vorarlberg, also er hat auch eine Vorarlberger Vergangenheit. Und er hat mir dann erzählt, dass er auch in seinem Schloss Schauenstein, das er ein paar Zimmer hat, wunderschöne Zimmer, zum Teil stundenlang gewartet hat auf die letzten Gäste und dort die Koffer raufgeschleppt hat und das alles auch gemacht hat. Also bevor er hier der weltweit gefeierte Star wurde. Ich mache das immer noch. Also. Es geht jetzt hier um Regionalität und Nachhaltigkeit. Was ist das für dich speziell in deinem Drei-Sterne-Betrieb? Ist das etwas, wo man sagt, da springen wir mit auf? Das ist ein gutes Marketing, das wollen die Leute heute alles hören. Lebst du das? Wie machst du das genau für dich? Ich glaube, es ist eine Mischung von allem. Ich glaube, es hat sich extrem gewandelt in den letzten Jahren. Die Regionalität hat einen großen Stellenwert. Und wir haben von Anfang an probiert, diese Produkte, die da waren, auch zu integrieren. Aber es ist ein Riesenaufwand, diese Leute überhaupt zu motivieren, dass die überhaupt wissen, dass wir abnehmen sein wollen. Und ich glaube, jetzt über diese 13 Jahre sind schon, haben wir sehr viele Kontakte und sehr viele Lieferanten, die uns sehr gern beliefern. Und wir schätzen das extrem. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade einen Bauern oben, der pflanzt extra für uns Artischocken an. Der hat jetzt gerade im Frühling oder gerade vor kurzem 170 Artischockenpflanzen angepflanzt. Das heißt, wir werden im Herbst 1500 Artischocken kriegen, die müssen wir dann einlegen, konservieren, aber die können wir dann noch über den Winter brauchen. Also es braucht auch diesen Austausch, weil oft wissen die gar nicht, was sie genau machen wollen. Die wollen was machen, die merken auch, okay, sie suchen eine Chance, eigene Produkte, die sie, ja, wo sie voran weiterbringen, und ich glaube, wir sind dankbare Abnehmer. Und wir haben zum Beispiel einen kleinen Bauern, gerade überhalb vom Schloss, der hat jetzt angefangen vor 2 Jahren mit diesen Turopolie-Schweine, das sind so eine Rasse aus dem Osten, und hat auch die Evolener Rinder jetzt, die wir abnehmen. Das heißt, das ist so eine Urfleischrasse aus der Schweiz, und da gibt es ungefähr 500 Stück in der Schweiz soweit, und es wird ausgebaut. Also wir sind da sehr dankbar, dass wir solche Leute auch finden oder diese Leute, die uns finden. Ich glaube, das ist oft auch schwierig, dass diese Produzenten gar nicht wissen, dass die Köche das eigentlich wollen. Und ich glaube, diese Schnittstelle, dass man das verbessert oder auch die Auslieferung von den Produkten, das ist auch oft ein Problem. Ich schicke meistens meinen Papa raus, der ist pensioniert, der muss dann von einem Hof zum anderen fahren und das Zeug bringen, aber so ein System, so ein Logistiksystem ist, glaube ich, schon auch was es eigentlich noch braucht als Unterstützung, damit auch diese Gastronomen, die ja schlussendlich in der Küche stehen sollten, dass die einfach mit den Produkten oder dass die Produkte vor Ort sind. Sicher, man muss die Leute kennen, man muss die Kontakte pflegen, man muss sie vorantreiben, aber trotzdem, am Ende vom Tag müssen wir in der Küche stehen, müssen wir unsere Leute begrüßen. Wir sind dann schlussendlich die Gastgeber, die nicht einfach nur überall rumfahren können und Produkte suchen können. Und deswegen braucht es noch wie ein Zwischenlogistiker, die uns, ja. Also würdest du sagen, das ist eine ähnliche Situation in Graubünden, wie wir hier in Vorarlberg haben, vermutlich auch in Tirol, in anderen alpinen Gegenden, dieser Missing Link, dieses Logistiktool, das noch optimierbar ist natürlich. Gibt es jetzt außer deinem Vater noch andere Initiativen, wie ihr das verbessern wollt in Graubünden? Ich glaube, das war sehr inspirierend da. Und alles, was man hier hört, hat man das Gefühl, hey, das müsste eigentlich schon längstens vorangeschritten sein. Und ich glaube, ich werde jetzt sicher am Montag mal schauen, dass ich da an gewisse Politiker, an gewisse Institutionen angehen kann. Weil es ist immer so, es wird viel geredet, es passiert nichts. Und es ist hier wirklich vorbildlich, dass ihr da gemeinsam an einem Strick reißt. Und ich glaube, jeder macht sich Gedanken heutzutage, die Schweiz oder vor allem die Schweiz, weil es so hochpreisig ist. Wir verlieren ja sehr viele Gäste und das ist schon ein bisschen ein großes Problem. Ich glaube, da muss sich schon was ändern in Zukunft. Und wir haben zum Glück das Problem noch nicht. Wir sind sehr gut besucht, aber trotzdem, es ist so eine, man merkt, sie sind alle so ein bisschen sprachlos, sie sind ein bisschen sie wissen nicht genau, was sie machen müssen, damit sie nicht da wirklich dann tief runterfallen, der ganze Tourismus bei uns. Und ich glaube, da muss man auch auf diese Individualität aufbauen, wie zum Beispiel, man muss
über die Gastgeber als vielleicht als Botschafter auch die Leute wieder reinholen. Die Kulinarik spielt eine sehr hohe Rolle. Die wurde lange einfach nur auf die Seite gekippt. Es waren immer nur die Berge und es waren immer die Skigebiete. Und mittlerweile eben durch die nordischen Küchen und so ist es langsam auch bei uns angekommen, dass man auf die Gastronomie und die Küchen einfach auch wieder pushen sollte, damit es einfach attraktiver wird für die Region. Und ich glaube, das haben sie jetzt auch bemerkt oder realisiert in der Schweiz oder in Graubünden. Und ich glaube, auf das muss man sich aufbauen. Aber man muss, glaube ich, dem Gast wirklich was bieten können, wo er sich wohlfühlt, wo nicht irgendwie, ich glaube, eben dieser Austausch auch mit der Regionalität, sagt das mit den Menschen, aber auch mit den Produkten. Ich glaube, die Identifizierung über die Region passiert ja oft über das Produkt. Also wenn ich in New York bin und dort das gleiche Produkt bekomme wie in Hongkong oder wie in Vorarlberg und in der Schweiz, dann ist es ja nicht interessant. Ich glaube, der Tourist, der will ja was entdecken. Wie gesagt, die sind offen für Weiterbildung und. Die wollen ja Produkte sehen, wo man vielleicht sonst gar noch nicht kennt. Und ich glaube, das ist die Chance auch von den ganzen Regionen, dass man wirklich was kochen oder was präsentieren kann, wo einzigartig ist und zu dieser Region gehört, also sehr authentisch ist. Und ich glaube, das geht noch, das wird sicher in Zukunft auch in diese Richtung noch viel verstärkter gehen. Du bist ja fast ein Fachkollege, bist ja auch vor knapp 3 Jahren unter die Herausgeber gegangen. Es gibt ein eigenes Caminada-Magazin, alle zweimal im Jahr. Und das ist hochqualitativ. Und du hast in diesem Zusammenhang dich noch intensiver, vor allem im Raum Graubünden, mit Künstlern, mit Lieferanten, mit Lebensmittellieferanten auseinandergesetzt. Was hat dir das nachher persönlich gebracht bei Rezepten, die Auseinandersetzung mit den Lieferanten vor Ort sehr intensiv? Ich glaube, es ist vor allem der Austausch mit anderen Bereichen, mit anderen Leuten, die sehr inspirierend sind und auf ihrem Gebiet halt auch irgendwas machen, was einzigartig ist. Und ich glaube, dieses Netzwerk aufzubauen, diese Inspiration zu bekommen, nicht jetzt rein nur vom Produkt oder vom Kochen, sondern einfach auch eine Weitsichtigkeit von anderen Bereichen, das ist für mich ein sehr gutes Werkzeug, um meine Arbeit weiterzukriegen. Und das ist auch ein Druckmittel für mich. Also wir haben damals gesagt, ich bin jetzt nicht ein großer Verleger, sondern wir machen das wirklich in-house und das ist für mich einfach eine Visitenkarte, ein Archiv auch, wo wir einfach unsere Arbeit archivieren können und das ist auch ein Druckmittel, dass wir immer wieder weitergehen müssen und ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben. Es ist zwar ein Riesenkrampf, aber es ist trotzdem schön, man archiviert wirklich diese Arbeiten, die man gemacht hat und ich schaue jetzt 3 Jahre später drauf und sage, okay, wir sind schon wieder einen großen Schritt weiter und ich glaube, das ist so ein Druckmittel, das uns in meinem Betrieb und für mich sehr gut tut. Und ich glaube, und es ist toll, dass wir die Produzenten mit einbinden können. Es entstehen immer wieder neue Partnerschaften, es entstehen neue Kontakte und das bringt uns eigentlich weiter. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Werkzeug für uns. Du kommst natürlich auch sehr viel herum, nicht nur in Europa, im skandinavischen Raum, in Spanien, sondern auch in allen Kontinenten, kann man sagen. Wo würdest du die Vor- und Nachteile sehen? Oder wo kann man noch etwas Inspiration holen in anderen Regionen in Europa oder in Übersee, was du auf deinen Reisen gesehen hast, was vielleicht für den Alpenraum auch ganz interessant wäre? Ich glaube, wir haben ja eigentlich alles da vor Ort. Wir müssen es einfach besser vermarkten, glaube ich. Und ich glaube, was wir auch, ich rede nicht nur von der Schweiz oder Graubünden, Vorarlberg gehört eigentlich dazu. Wir sind ja nur gerade 20 Minuten. Also ich wohne in Flesch, also ich bin jetzt nicht von der halben Welt oder von weit her hierher gekommen, sondern es ist wirklich ein Katzensprung gewesen. Und ich glaube, diese Qualitäten, die wir haben, auch diese Gastgeberqualitäten und diese Präzision und diese Perfektion und diese Leidenschaft, die wir eigentlich hier und auch bei uns oben pflegen, ich glaube, das haben viele Regionen noch nicht. Und sicher, jetzt Graubünden, Schweiz ist jetzt nicht das primäre Gastgeberland, glaube ich, weil wenn man nach Italien runtergeht, dann ist es schon viel, viel lockerer und man fühlt sich da viel aufgehobener als in der Schweiz. Wir sind eigentlich schon ein bisschen noch sehr, sehr, wie sagt man, zurückgezogen, man ist sehr ernst, man ist nicht so der. Die Schweizer sind ja nicht die offensten, das ist hier schon mal wieder anders und ich glaube, daran müssen wir arbeiten, aber ich glaube, trotzdem haben wir die Qualitäten, die andere Länder nicht haben und ich glaube, wir müssen auf das aufbauen und den Leuten wirklich diese Schönheit, wo wir haben, auch in einem Erlebnis halt dann wiedergeben. Das heißt, es braucht viele Ambassadoren, viele gute Gastronomen, weil das sind so ein bisschen wie die Zugpferde, die sind abhängig von guten Produzenten, aber ich glaube, es braucht wirklich diese Lichtblicke, diese guten Gastronomen, die das wie eben, letztes Jahr waren wir am Schiff oben, das war für mich vorbildlich, unten ein Käsekeller, oben dieser kleine Laden noch, das ist inspirierend und ich glaube, genau solche Leute braucht es, weil das sind so diese Magnete, die Touristen auch hierher bringen, weil ich glaube, Kulinarik. Ich reise auch so. Es muss einen Golfplatz haben und es muss gutes Essen haben. Und dann kommt der Rest noch dazu. Und ich glaube, diese Stärken haben wir hier auch. Und ich glaube, wenn wir da noch
besser zusammenarbeiten könnten, dann könnte wirklich diese Alpenregion, dieses kulinarische Erbe der Alpen ganz anders nochmal aufgegleist werden. Ein bekannter Kollege von dir, der Ferran Adria, von seinem ehemaligen Restaurant Ebui in Spanien, hat einmal gesagt, die Stars von heute sind vielleicht die Köche, aber die Stars von morgen sind auf jeden Fall die Lieferanten. Was sagst du zu dem Statement? Ja, es ist schon so, weil ich glaube, wir können ja nur ein gutes Produkt in ein Gericht umsetzen. Sicher, es braucht beides, damit der Gast schlussendlich sagt, hey, wow, das habe ich jetzt noch nie erlebt auf der Art, mit diesem Produkt, aber auch so umgesetzt. Also es braucht alle Ketten oder die ganze Kette muss in sich stimmig sein. Und ich glaube, aber ohne gute Produzenten, ohne gute Lieferanten ist es schwierig. Und ich glaube, es macht Spaß, wenn man den Produzenten auch kennt, wenn man mit denen sich austauschen kann. Und das ist das, was uns extrem inspiriert. Also wir sind jetzt fast jede Woche mal beim Gärtner oben auf dem Fels und wir entdecken immer wieder Sachen, die er gar nicht mehr verkauft. Zum Beispiel letzte Woche hat er Brokkolis gehabt, die sind schon verblühtet quasi, also die wachsen dann weiter und dann haben wir gesagt, hey, was machst du mit dem? Er hat gesagt, jetzt nimmt er das raus, das wird kompostiert. Und dann haben wir gesagt, hey, wir nehmen das alles ab. Und das sind jetzt einfach diese Blüten oben dran, das sind so Brokkolis, die ganz eine schöne Struktur haben, den perfekten Geschmack haben und das sind Sachen, die wir jetzt gerade eingesetzt haben im Menü. Also es ist wichtig, dass man diesen Austausch pflegt. Dass man wirklich, ja, dass man nahe dran ist bei dem Produzenten, dass man auch wirklich sieht, was auf dem Feld passiert. Und das ist, glaube ich, ja, das ist, da muss man sich wirklich selber auch diese Zeit halt stehlen. Das ist immer schwierig, das alles unter einem Hut zu bekommen, aber schlussendlich ist das Einfachste, die beste Inspirationsquelle. Und wir probieren auch bei uns wirklich, dass wir diesen Austausch pflegen und dass man wirklich jemand von der Küche, der jeweils einmal in der Woche da hochgeht, um Sachen zu entdecken. Und das ist, glaube ich, der nahe Austausch ist extrem wichtig. Ein ganz wichtiger Pfeiler bei der Tourismusstrategie 2020 hier in Vorarlberg ist die Bildung und Weiterbildung. Du selber hast jetzt im Schloss Schauenstein eine eigene Initiative auf Schiene gebracht, wenn du uns vielleicht etwas erzählen kannst dazu. Ja, eben, man beklagt sich ja immer. Das Problem habt ihr wahrscheinlich weniger im Vorarlberg, weil ich habe jetzt auch gerade ein, zwei Vorarlberger Mitarbeiter, die großartig sind und ich finde, das hieß hier wahrscheinlich weniger. Aber in der Schweiz ist es ja so, man hat fast keine eigenen Schweizer Gastgeber oder Schweizer Leute, die das wirklich lieben, die das auch ausüben möchten. Und ich habe dann schon vor Jahren mal überlegt, okay, was können wir machen, damit dass das nicht ausstirbt, dass wir trotzdem noch Nachwuchs finden und. Und wir haben uns dann letztes Jahr entschieden, um eine Stiftung ins Leben zu rufen, die junge Leute quasi wie ein Stipendium vergeben. Oder die können sich bewerben und wir bezahlen dann denen quasi einen 6-monatigen Aufenthalt bei verschiedenen Köchen, bei verschiedenen Produzenten und. Also wir vergeben Stipendien auch an internationale Köche und Servicemitarbeiter. Das ist jetzt nicht nur basierend auf die Schweiz, weil ich sage, wenn jetzt ein peruanischer Jungkoch zu uns in die Schweiz kommt, mal einen Monat bei uns ist und dann noch 3 andere Betriebe ausgewählt hat, dann geht er nachher auch wieder zurück nach Peru und erzählt von dieser Geschichte. Und ich glaube, das wird sehr nachhaltig sein. Und ich glaube, der Nachwuchs muss gewisse Unterstützung bekommen, weil es gibt in allen anderen Bereichen, sei das Theater, sei das Musik, gibt es überall so Stipendien und in der Gastronomie gibt es das nicht. Und ich glaube, es gibt sehr viele Köche oder auch Servicemitarbeiter, die das vielleicht sich nicht leisten können, einfach mal ein halbes Jahr unbefreit auf Stage zu gehen, sich weiterzubilden, den Horizont zu eröffnen. Und für das haben diese Stiftung ins Leben gerufen. Und so ein Programm kostet bis zu 12.000 Franken. Also das heißt, die sind wirklich 5,5 Monate unterwegs und wir tun das alles koordinieren. Wir haben auch ein Netzwerk, man kann das auch anschauen auf der Webseite, die heißt ucelin.com, also ucelin.com. Und da sieht man diese Programme auch. Also im September kann man sich das erste Mal bewerben. Höchste Alter ist 35 Jahre. Man muss Minimum 5 Jahre Berufserfahrung haben. Also wir wollen da schon auch die Talente fördern. Und ich glaube, ja, dass das wie eine befreite Weiterbildung sein kann und auch so ein Wow- oder Klick-Effekt, wo man dann diese Leute wirklich normal, so wie ein Trampolin, denke ich. Und weil ich hatte so ein Erlebnis auch, wo ich 20 war, ich war in Vancouver und habe da in verschiedenen Betrieben reingesehen und das hat mir wie die Augen eröffnet. Und ich glaube, das ist sehr hilfreich, wenn man das machen kann. Und um auch diese Nachhaltigkeit, wie man sagt, von der Gastronomie dann aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, ja, schauen Sie doch mal rein. Es ist sehr spannend und die Leute können dann individuell auswählen, wo sie hin möchten. Also wir haben zum Beispiel Köche drauf wie Daniel Hohm, wir haben in Deutschland den Wissler, wir haben den Sven Elferfeld. Also es sind sehr viele Köche, die da schon mit drauf sind. Und der Jungkoch, wenn er dann ausgewählt ist, kann dann selber wählen. Er ist immer in den nächsten 4 Wochen ist er immer bei uns. 2 Wochen bei uns in der Küche, 2 Wochen bei Lieferanten. Und nachher ist er jeweils für einen Monat bei anderen Köchen. Das könnte sein zum Beispiel
in Holland, Belgien und noch in Osnabrück zum Beispiel. Das kann er dann selber auswählen, wo er hin möchte. Ganz herzlichen Dank für die Einführungsstatements.